Wir leben in einer Zeit, in der wir uns wegen der Corona-Infektionskrise schon fast daran gewöhnt haben, dass alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch Gedenkveranstaltungen. Für das Gedenken an die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Augsburg, nämlich am 28. April 1945, darf diese Einschränkung nicht gelten. Es ist wichtig, dass wir an dieses Datum erinnern und an dieses Ereignis und deswegen die Erinnerung in diesem Format. Am 28. April 1945 wurde der Weltkrieg hier in Augsburg beendet und es hat die Stationierung der US-Truppen hier in Augsburg begonnen. Zerstörung, Ruinen und Familien, die Todesfälle zu betrauern hatten. Der Verlust der Söhne oder der Väter, der Verlust von Personen in der Zivilgesellschaft, ein großes Bild der Zerstörung und der Verzweiflung. All das hat sich in unserer Stadtgesellschaft auch in der Erinnerung festgesetzt. Diese Erinnerung müssen wir wachhalten, weil der Tag des 28. April 1945 eine große Chance beinhaltete, aus dem Chaos und aus dem Desaster herauszukommen und Frieden zu gestalten, eine Gesellschaft neu aufzubauen, sich klar zu wenden gegen Nationalismen, die zwangsläufig in Hass, Gewalt und Krieg führen. In der Zeit nach dem 28. April 1945 ist es gelungen, unsere Stadt wieder aufzubauen in Frieden, begleitet von den hier stationierten Kräften der US-Armee, die teilweise mit bis zu 30.000 US-Bürgerinnen und Bürgern unser Stadtbild und unsere Stadtgesellschaft mitgeprägt haben, über 5 Jahrzehnte hinweg. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Heute finden wir dazu Erinnerungsformate nicht nur im Stadtarchiv, sondern wir werden in unserem Stadtbild noch durch Baulücken und bauliche Gestaltung der Nachkriegszeit an dieses schlimme Ereignis erinnert. Wir haben aber auch positive Grundlagen, wie zum Beispiel den Verein Augsburg in Amerika, der diese Verbundenheit zwischen der Augsburger Bevölkerung und den stationierten Kräften hier wach und in Erinnerung hält. Wir sollten uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Nur wenn wir Nationalismen eine klare Absage erteilen und uns auch darauf konzentrieren, Frieden zu gestalten, mit anderen zusammenzuarbeiten und die Völkerverständigung zu pflegen, wird es gelingen, eine gute Zukunft zu haben.